Die Welt zu Gast bei Freunden. Deutschland im Fußballfieber 2006. Dass die Menschen mitten in Berlin an diesem Ort so feiern können, ist ein Glücksfall der Geschichte. Erst zwei Jahrzehnte leben die Deutschen geeint und frei und im Einklang mit ihren Nachbarn. Zum ersten Mal. Nicht nur Jahrzehnte, Jahrhunderte dauerte das Ringen um Einheit, Freiheit und Frieden auf deutschem Boden. Immer wieder wurde er gebrochen durch Größenwahn, Unterdrückung und Kriege. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen, die unsere Geschichte immer begleiteten. Es sind Schlüsselmomente und Wendepunkte seit den Anfängen im 9. Jahrhundert. Es sind Mächtige, die den Epochen ihren Namen geben. Und es ist das Volk, das sich im Lauf der Jahrhunderte mehr und mehr als deutsch versteht. Es sind helle und dunkle Momente. Epochen von Barbarei und kultureller Blüte, von Macht und Ohnmacht, von Krieg und Frieden im Zentrum Europas. Was einte, was teilte die Deutschen? Was ist geblieben? Uns fehlt der Mut zur Verantwortlichkeit. Was bestimmte ihren Weg bis ins 20. Jahrhundert? In der Mitte Europas rangen immer wieder Mächte um die Vorherrschaft, trafen viele Völker und Kulturen aufeinander. Im 8. Jahrhundert entsteht ein Reich, das sich immer weiter nach Osten ausdehnt. Das Imperium der Franken. Es verleibt sich auch Sachsen ein und stellt damit Weichen für die deutsche Geschichte. Der junge fränkische König Karl will nicht nur das Land als Beute, er will die Sachsen unterwerfen. Es ist der Anfang eines blutigen Krieges. Der machthungrige Franke hat sich ein Ziel gesetzt. Wo er herrscht, soll auch sein Glaube regieren. Reiß das Götzenbild um! Er will die heidnischen Sachsen zwingen, Christen zu werden. Das Symbol ihres Kultes, die Irminsul, wird gefällt. Ein Reich, ein König, ein Gott. Das ist Karls Vision von einem christlichen Europa unter seiner Herrschaft. Doch der Sachse Widukind will sich weder unterwerfen noch die eigenen Götter verleugnen. Er führt einen blutigen Guerillakrieg gegen die Franken. Es ist eine grausame Spirale der Gewalt. Um des Friedens willen unterwirft sich Widukind schließlich dem übermächtigen Gegner, lässt sich taufen. Von nun an gehören die sächsischen Stämme zum fränkischen Imperium. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Zu dessen Mittelpunkt baut Karl seine Lieblingsstadt Aachen aus, eine für jene Zeit beachtliche Residenz. Im Zentrum steht die achteckige Pfalzkapelle. Heute Teil des Aachener Doms mit dem legendären Karlsthron. Um 800 erstreckt sich sein Reich von Nordspanien bis nach Ungarn, von der Kanalküste bis nach Mittelitalien. Karl will an die Tradition des römischen Imperiums anknüpfen. Deshalb zieht er nach Rom. Am Weihnachtstag im Jahr 800 wird er dort vom Papst zum römischen Kaiser gekrönt. Damit soll die Würde der einstigen Cäsaren auf den christlichen Frankenherrscher übergehen. Eine Tradition, an die deutsche Könige später anknüpfen. Denn unter Karls Nachfolgern zerfällt das Reich. Im Westen wird einmal Frankreich entstehen, im Osten das Reich der Deutschen.
Hier leben 4 germanische Stämme. Die Sachsen, die Ostfranken, Schwaben und Bayern. Mitte des 10. Jahrhunderts ist es ausgerechnet ein Nachfahre der einst unterworfenen Sachsen, der Macht, Wille und Einfluss besitzt, die Tradition Karls des Großen fortzusetzen. Der sächsische Adlige Otto will sich in der Aachener Pfalz zum König krönen lassen. Es sind die Führer der Stämme, die Otto im Jahr 936 in Aachen zu ihrem Monarchen wählen. Dieses Prinzip gilt noch weitere 9 Jahrhunderte. Die Krone ist nicht erblich. Der König der Deutschen wird auch künftig von den Fürsten bestimmt. Als Otto nach seiner Krönung auch noch den Thron Karls des Großen besteigt, demonstriert er, dass er, wie sein Vorbild, Kaiser werden will. In der Stiftskirche von Quedlinburg betet er am Grab seines Vaters. Er weiß, dass manche Fürsten ihm seiner Krone neiden. Die größte Gefahr aber droht von außen. Es sind ungarische Reiter, die plündernd durch das Land ziehen. Die Feinde Gottes und der Menschheit, wie man sie damals nennt, dringen 953 bis an den Rhein vor. Zum Schutz vor den Angriffen der Ungarn wurden überall im Reich riesige Wehranlagen errichtet. Dennoch wird das Umland ausgeplündert und verwüstet. Auf dem Lechfeld bei Augsburg sucht Otto die Entscheidungsschlacht. 12.000 Krieger der Stämme sind dem Hilferuf des Monarchen gefolgt. Mut! Uns schützt Gott! Der Kampf gegen den gemeinsamen Gegner eint. Ottos Sieg wird später zur Geburtsstunde der Deutschen erklärt. Das Reich nimmt jetzt Konturen an. Erstreckt sich von Nord- und Ostsee bis zu den Alpen. Im Osten bis an Elbe und Saale. Doch Otto denkt in anderen Dimensionen. Auch er will, wie einst Karl, in Rom die Kaiserkrone empfangen. Und wie das Vorbild geloben Otto und seine Nachfolger dem Papst, Schutzherren der abendländischen Christenheit zu sein. Ich, dass ich allzeit dieser heiligen römischen Kirche und all ihrer Besitzungen Beschützer und ihr Verteidiger sein werde. Empfange nun das Zeichen. Die römische Kaiserwürde, die Karl der Große wiederbelebte, geht fortan auf die deutschen Könige über. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Fast 900 Jahre werden sie die Krone eines Imperiums tragen, das später einmal Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation heißen wird. Sie ist Symbol der Macht und der göttlichen Bestimmung. Doch sind die deutschen Monarchen weiter abhängig von der Anerkennung durch die Fürsten und der Zustimmung des Papstes. Stoff für Konflikte. Vor allem er bekommt es zu spüren. Heinrich IV. Aus dem fränkischen Geschlecht der Salier. Sein Weg zur Kaiserwürde führt über Machtkämpfe und Demütigungen, die das christliche Abendland erschüttern. Auch unter Heinrich hat das Reich der Deutschen kein Machtzentrum. Wie seine Vorgänger ist er ein Reisekönig. Mehr als 120.000 Kilometer wird er in seinem Leben zurücklegen. Prahl um die Welt. Sein Hofstaat, bis zu 2.000 Begleiter, reisen mit ihm. Zu einem Ort am Rhein hat Heinrich einen besonderen Bezug. Speyer ist die Stadt der Salier. Sie erbauten die damals größte Bischofskirche im Abendland. Auf die Bistümer können sich die Monarchen stützen. Denn eines der königlichen Privilegien ist die Investitur, die Einkleidung kirchlicher Würdenträger. Auch Heinrich IV. Setzt Bischöfe ein, durch die Verleihung von Ring und Stab. Die Ernennung der Bischöfe sichert die königliche Macht im Reich. Sie sind ihm treu, verfügen über Reichtümer und Territorien, stellen Truppen. So schafft sich der Monarch mit der Besetzung der Bistümer Verbündete, auch im Konflikt mit den Fürsten.
In der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts will ein Papst dem König dieses Recht streitig machen. Steht der römische Pontifex über dem Monarchen oder umgekehrt? Im bayerischen Kloster Prüfening zeugen mittelalterliche Gemälde vom althergebrachten Verständnis. Die Herrschaft auf Erden habe Gott in Form zweier Schwerter verliehen. Die geistliche Autorität gebührt dem Papst, die weltliche dem Kaiser. Beide stünden somit auf einer Stufe. Papst Gregor der VII. Aber besteht darauf, dass die geistliche Macht über allem stehe. Dass der Name des Papstes einzigartig ist in der Welt. Was erlaubt sich dieser Papst? Dass alle Fürsten nur dem Papst die Füße küssen dürfen. Ich bin der König der Römer, der künftige Kaiser, Nachfolger Karls des Großen. Dass er selbst von niemandem sonst gerichtet werden kann. So steige du herab. Ein Kampf um die Macht, auch im Königreich der Deutschen. Dass er allein Bischöfe absetzen und wieder einsetzen kann. Ein anderer besteige den Thron des heiligen Petrus. Dass es dem Papst erlaubt ist, den Kaiser abzusetzen. Auf dem Höhepunkt des Streites setzen sich beide gegenseitig ab. Doch der Papst verfügt über eine wirkungsvolle Waffe. Er verhängt den Kirchenbann über den Monarchen und lässt ihn im ganzen Reich verkünden. Und deiner alles umfassenden Vollmacht spreche ich König Heinrich, der sich gegen deine heilige Kirche erhoben hat, die Herrschaft ab über Deutschland und Italien. Und ich löse alle Christen vom Eid, den sie ihm geleistet haben. Wie aber reagieren die deutschen Fürsten und Bischöfe auf den päpstlichen Bann? Sollen sie ihn ignorieren oder dem Papst folgen? Er hat die Würde des Reiches beschmutzt. Wir haben ihm Gefolgschaft geschworen, so auch du, Rudolf. Ich leistete meinen Eid nur auf einen gerechten Herrscher. Sie stellen eine Bedingung. Binnen eines Jahres muss sich Heinrich vom Bann des Papstes befreien. Sonst verliert er seine Krone. Der König muss handeln. Im eisigen Winter 1077 zieht er über die Alpen, um dem Papst gegenüberzutreten. Ein schwerer Gang, wie die Chronisten berichten. Der Papst weilt in der Burg Canossa in Oberitalien. Er befürchtet, dass Heinrich die Burg angreift. Doch der ist als reumütiger Büßer erschienen. Harrt in eisiger Kälte vor der Burg aus. Vater! Erst nach Tagen, so die Überlieferung, habe der Papst eingelenkt. Den Reumütigen zu verstoßen, wäre ein unchristlicher Akt. So hat Gregor der VII. Keine Wahl. Er muss Heinrich von den Fesseln des Kirchenbanns befreien. Die einen nennen es Demütigung, die anderen einen klugen Schachzug des Königs. Durch den Gang nach Canossa behält Heinrich IV. Seine Krone und kann seine Macht im Reich verteidigen. Dort will er sich und seiner Dynastie ein Denkmal setzen. Schon sein Großvater begann mit dem Bau des Doms zu Speyer, den Heinrich nun vollendet. Um damit seinem Verständnis von Gott, der Welt und dem eigenen Königtum Ausdruck zu verleihen. Und er fördert den Bau von Klöstern. In einer Zeit, in der nur wenige Menschen lesen oder schreiben können, kommen fast alle Gelehrte aus den Reihen der Mönche. In den Orden wird das Wissen der antiken Welt bewahrt, aber auch weiterentwickelt. Es wird noch Jahrhunderte dauern, bis erste Universitäten entstehen. Bis dahin sind die Klöster, neben dem Hof der Könige, kulturelle und geistige Zentren der mittelalterlichen Welt. Aber nicht nur das. Sie sind auch Pfeiler der damaligen Wirtschaft. Ora et labora, bete und arbeite,
lautet die berühmte Formel des Benedikt von Nursia, dem Vater des europäischen Mönchtums. Die Klöster verfügen über ausgedehnte Ländereien, schaffen neue Ackerflächen und verwandeln das Land der Deutschen in eine Kulturlandschaft. Ein bedeutendes Kloster entsteht auf dem Disibodenberg im südlichen Hunsrück. Die Kirche hat fast die Ausmaße des Mainzer Doms. Eine typische Anlage jener Zeit, mit Wohn- und Wirtschaftsräumen auch für Nonnen. Eine von ihnen, Hildegard von Bingen, ist die berühmteste Deutsche des Mittelalters. Ihre Schriften zur Heilkunde machen sie bis heute populär. Ihre Zeitgenossen verehren sie wegen ihrer religiösen Visionen. Als Posaune Gottes, wie sie sich selber nennt, verschafft sie sich Respekt in einer von Männern dominierten Welt und gründet ihr eigenes Kloster. Hildegard steht auf Augenhöhe mit den Mächtigen ihrer Zeit. Die kommen an Pfingsten 1184 zu einem spektakulären Hoftag nach Mainz. Ein Fest, das die Macht des Kaisers im Reich zur Schau stellen soll. Der Staufer Friedrich Barbarossa hat die Fürsten zusammengerufen, um sich ihre Gefolgschaft zu sichern. Höhepunkt der Festlichkeit ist das Turnier, bei dem die Ritter ihre Kraft und Geschicklichkeit messen. Der Hoftag soll auch den Zusammenhalt im Reich der Deutschen stärken. Im späten 12. Jahrhundert beginnt die große Zeit des Rittertums und der höfischen Kultur. Eine Welt, die sich in den Bildern aus dem berühmten Codex Manesse spiegelt. Die Darstellung einer Zeit, in der Adlige für ihre Angebeteten Zweikämpfe ausfechten und in der die ersten deutschen Dichter der gemeinsamen Sprache Ausdruck verleihen. Es ist die Epoche, in der die christlichen Herrscher Europas versuchen, das heilige Land in ihre Gewalt zu bringen. Endlich. Das Zeitalter der Kreuzzüge. Ihr Ziel ist Jerusalem. Für gläubige Christen Schauplatz von Jesu Kreuzigung und Auferstehung. Doch Ende des 7. Jahrhunderts wurde die heilige Stadt von den Nachfolgern des Propheten Mohammed eingenommen. 1099 von den ersten Kreuzfahrern wieder zurückerobert. Mit Feuer und Schwert. Knapp 100 Jahre später fiel die Stadt wieder in muslimische Hand. Jetzt will er sie für die Christenheit zurückgewinnen. Der Staufer Friedrich II., Enkel Barbarossas. Doch er setzt nicht auf das Schwert, sondern auf Verhandlungen. Ohne Blutvergießen erreicht er, dass die christlichen Pilger die heiligen Stätten ungehindert besuchen können. Das ist vor ihm keinem gelungen. Schon bei den Zeitgenossen weckt er Erstaunen. Danke. Seine Herkunft macht Friedrich zum Exoten unter den Königen der Deutschen. Denn der Staufer wird in Palermo geboren, der Heimat seiner Mutter. Damals eine der größten Städte Europas und Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen. In seinem Palast begegnen sich die byzantinische, italienische, arabische und deutsche Welt. Traditionen, die schon den jungen Friedrich prägen. Er ist intelligent, vielsprachig und hochgebildet. Das Reich der Deutschen ist weit entfernt von der Heimat, in der er aufwächst. Doch der Adler, das stolze Wappentier der Staufer, ist allgegenwärtig. Und erinnert den jungen Monarchen daran, dass er auch Herrscher nördlich der Alpen ist. Dorthin muss er sich begeben, um sich als König der Deutschen bestätigen zu lassen. Friedrich, Sohn unseres geliebten Kaisers Heinrich,
Du bist zum König gewählt. Und den Thron Kaiser Karls sollst du in Aachen besteigen. In der Stadt Karls des Großen knüpft er an die Tradition seiner Vorgänger an, wird von den Fürsten als König bestätigt, wofür er ihnen Privilegien überlässt und damit auf Macht verzichtet. Eine Herausforderung, der sich auch künftige Dynastien stellen müssen, wie die Luxemburger, deren Thronfolger Karl IV. Sich 1348 in Aachen zum König krönen lässt. Er wird das Verhältnis zu den deutschen Fürsten neu ordnen, nachdem er seine Macht gefestigt hat. Karl IV. Beruft einen Reichstag nach Nürnberg ein. Was er mit den Mächtigen ein für allemal klären will, sind eindeutige Richtlinien für die Königswahl. Ohne den Pfalzgrafen kann die Wahl nicht einberufen werden. Es sind schwierige Verhandlungen. Doch mit taktischem Geschick gelingt es Karl, die Kurfürsten auf klare Regeln zu verpflichten. Im Januar 1356 sind die Verhandlungen abgeschlossen. Als goldene Bulle, abgeleitet von Bulla, lateinisch für Siegel, gehen die Beschlüsse in die Geschichte ein. Ein erstes deutsches Grundgesetz, das die Machtverteilung zwischen König und Fürsten festschreibt. 450 Jahre lang bleibt es in Kraft. Seit damals bestimmen die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier, der König von Böhmen, der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von Sachsen und der Markgraf von Brandenburg, wer die Krone trägt. Karl IV. Nennt man später einen Friedenskaiser. Doch wird das Reich damals von großen Katastrophen heimgesucht. 1342 erlebt Mitteleuropa die schlimmste Flut aller Zeiten. Ganze Städte versinken im Hochwasser. Auch eine Heuschreckenplage versetzt die Menschen in Angst und Schrecken. Doch die meisten Opfer fordert eine Heimsuchung von apokalyptischen Ausmaßen. Die Pest, der schwarze Tod, wie man die Krankheit damals nennt, sie rafft über ein Drittel der Bevölkerung des Reiches hinweg. Schuldige werden rasch gefunden. Die Juden. Als Geldverleiher sind sie zwar unverzichtbar für die mittelalterliche Wirtschaft, aber gleichzeitig verhasst und ausgegrenzt. Als angebliche Brunnenvergifter macht man die Außenseiter für die verheerende Seuche verantwortlich. Dass mit ihnen auch die Schuldscheine vernichtet werden, entlarvt die wahren Motive der Täter. Karl IV., der in Prag residiert, versagt in seiner christlichen Pflicht und als Herrscher, als es darum geht, seine Untertanen vor den Übergriffen zu schützen und profitiert sogar von der Ermordung der Juden, auch wenn ihn Zweifel plagen. In einer Zeit der Schrecken, die man als Vorboten des jüngsten Gerichtes empfindet, suchen die Menschen nach Wegen der Erlösung. Sogenannte Geißler glauben, ihr Heil in der Selbstzüchtigung zu finden. Die Furcht vor dem Fegefeuer ist so verbreitet wie heute die Angst vor todbringender Krankheit. Wer ohne den Segen der Kirche stirbt, glaubt, bis in aller Ewigkeit in der Hölle schmoren zu müssen. Das machen sich der Papst und die hohe Geistlichkeit im Reich zunutze. Denn sie verlangen Geld für den Erlass von Sündenstrafen. Das ruft Protest bei immer mehr Gläubigen hervor. Sie beklagen die Prunksucht der Päpste und Bischöfe, prangern Verschwendung und Ausbeutung an. Der kolossale Bau des Petersdoms verschlingt Unsummen. Die Christen Europas sollen dafür aufkommen. Der Ablasshandel ufert immer weiter aus.
Allein die Gnade Jesu und nicht Geld ebne den Weg zum Heil, protestiert Martin Luther. Die Vergebung von Sünden sei nicht käuflich. Dazu lässt er 95 Thesen im ganzen Land verbreiten. Der Papst droht ihm den Bann an, doch seine Urkunde landet im Feuer. In Worms soll sich Luther vor den Mächtigen des Reiches verantworten. Die Menge feiert den Mann, den die Kirche als Ketzer betrachtet, wie einen Messias. Er ist Hoffnungsträger vor allem für Bürger und Bauern. Er fordert, keine Macht solle zwischen Gott und den Menschen stehen. Vor dem König, den Fürsten, den Vertretern der Stände soll Luther in Worms widerrufen. Als treuer Katholik will der König und künftige Kaiser Karl V. den Reformator zum Schweigen bringen. Droht ihm mit Reichsacht. So geht es um Leben und Tod. Doch Luther bleibt standhaft. Der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise ist auf seiner Seite. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, kann und will ich nichts widerrufen. Gott, hilf mir. Amen. In Worms beginnt die erste Propagandaschlacht der europäischen Geschichte. Von Anhängern und Gegnern des Reformators. Der Mönch Martin Luther wird zu einer internationalen Größe, die mit dem Papst auf Augenhöhe gestellt wird, im polemischen Schlagabtausch um die Wahrheit. Tausende von Flugblättern kommen in Umlauf. Karl V. erklärt Luther zum Feind der Kirche und des Reiches. Jedermann, der seiner habhaft werden kann, ist verpflichtet, den Geächteten auszuliefern. Doch der wird von seinen Landesherren in Schutz genommen. Fürst Friedrich der Weise lässt ihn auf die Wartburg bei Eisenach bringen. Hier beginnt er ein revolutionäres Werk, die Übersetzung der Bibel ins Deutsche. Das Wort Gottes soll für jedermann verständlich werden. Die Papstkirche nicht mehr alleinige Herrin über die Heilige Schrift sein. Die neue Technik des Buchdrucks sorgt dafür, dass Luthers Werk in großer Zahl und in kurzer Zeit weite Verbreitung findet. Fahrende Buchhändler bieten seine Bibel auf den Märkten an. Lautes Vorlesen ist damals ein selbstverständlicher Brauch. So wird die Lutherbibel zum Fundament einer gemeinsamen Sprache und zum Bindeglied der Deutschen. Luthers Schrift von der Freiheit des Christenmenschen wird auch politisch verstanden, bei den Bürgern und den Bauern. Die Menschen auf dem Land begehren auf. Ihre Wut richtet sich gegen die Unterdrückung durch den Adel und den Klerus. Ein anderer Reformator, Thomas Müntzer aus Thüringen, stellt sich entschieden auf die Seite der Bauern. Aber nicht nur seine Sprache, auch seine Botschaft ist revolutionär. Er verheißt allen Menschen Freiheit und Gleichheit. Nicht erst im Himmel, hier auf Erden. Das soll er nur machen! Worte, die wirken. Es ist ein Aufstand des gemeinen Mannes gegen die bestehende Ordnung. Die erste Revolution auf deutschem Boden. Sie berufen sich auch auf Luther, doch der geht auf Distanz zu den Bauern, als es 1525 zu Gewaltakten kommt. Aber Unrecht mit Unrecht vergelten, das ist nicht Gottes Wille. Das ist des Teufels. Während Luther sich auf die Seite der Mächtigen schlägt, ergreift Thomas Müntzer Partei für die Aufständischen. Das Zeichen des Regenbogens soll Hoffnung geben. Auf einer Anhöhe bei Frankenhausen in Thüringen kommt es im Mai 1525 zur entscheidenden Schlacht. Das Bauernheer wird von der Fürstenarmee aufgerieben. Thomas Müntzer wenig später hingerichtet. Luther, dem die Bauern zunächst vertrauten, fühlt sich mitschuldig. Doch um die Reformation zu retten, setzte er auf die Fürsten, die ihn unterstützten.
Nach seinem Tod brechen Kämpfe zwischen den Konfessionen aus. In Augsburg wird 1555 ein Religionsfriede verhandelt, der einen Ausgleich schaffen soll zwischen den katholischen und protestantischen Mächten im Reich, in dem sich die Reformation immer weiter ausgebreitet hat. Deutschland ist durch seine Sprache, die Luther neu belebte, mehr denn je verbunden, doch im Glauben gespalten. Cuius regio, eius religio, lautet der Kompromiss. Die Konfession des Landesherrn soll auch für die Untertanen gelten. Doch der Friede ist brüchig. Zwischen katholischen und protestantischen Territorien herrscht Spannung. Prag, 1618. Die Zeichen stehen auf Sturm. Auf dem Radzin, der Burg der böhmischen Monarchen, kommt es zu einem Zwischenfall. Ein streng katholischer Habsburger, Ferdinand, ist neuer König im Land. Weil er die Freiheit der Protestanten beschränken will, setzen sie sich zur Wehr. Demonstrativ werfen sie zwei Statthalter des katholischen Monarchen aus dem Fenster. Sie überleben zwar, doch der Konflikt eskaliert. Der Prager Fenstersturz führt in einen Krieg, der am Ende keine Grenzen mehr kennt. Es geht um Glaube, Macht, Land und Geld. Der böhmische König wird nun auch noch Kaiser. Von Wien aus will Ferdinand II. Mit Gewalt das Rad der Geschichte zurückdrehen und den Protestantismus im Reich bezwingen. Das Heer der katholischen Liga marschiert in Böhmen ein, besiegt die protestantischen Truppen und verfolgt sie. Es ist ein Kreuzzug mitten in Europa. General Albrecht von Wallenstein kämpft für den katholischen Kaiser. Er ist kein Überzeugungstäter, eher ein Manager von Kriegs- und Machtinteressen. Das Land der Deutschen wird zum Schlachtfeld. Protestantische Fürsten führen Krieg gegen den Kaiser und werden von den Schweden unterstützt. Selbst das katholische Frankreich will den Habsburger bekämpfen, weil es um das Gleichgewicht auf dem Kontinent fürchtet. Es ist ein Krieg ohne Skrupel. Zum Angriff! Vorwärts! 1631 wird das protestantische Magdeburg von katholischen Truppen erobert und verwüstet. 20.000 Menschen sterben. Künftig nennt man es Magdeburgisieren, wenn eine Stadt auf solche Weise zerstört wird. Neuer Hass wird geschürt. Schweden verstärkt seine Truppen. König Gustav Adolf II. Sieht sich als Schutzherr der Protestanten. Doch auch ihm geht es nicht allein um den Glauben, sondern auch um die Macht im Reich. In der Schlacht bei Lützen trifft ihn eine Kugel, tödlich. Doch der Krieg geht weiter. Auf die Schwächung der Schweden folgt der Einmarsch der Franzosen. Riesige Söldnerheere auf allen Seiten verbreiten noch jahrelang den Tod. Mit der Waffe, durch Krankheiten oder Plünderungen. Ganze Landstriche werden entvölkert. 30 Jahre dauert das Gemetzel. Das edle deutsche Land, das in voller Blüte stand, ward und ist auch heute ein Widerpart seiner selbst und fremder Völkerbeute. Dichter wie Martin Opitz schaffen ein Bewusstsein für das gemeinsame Schicksal der Deutschen. Innerlich zerrüttet zu sein und ein Opfer fremder Mächte. Mehr als ein Drittel der Zivilbevölkerung fällt diesem Krieg zum Opfer. tagt in Münster und Osnabrück der erste europäische Friedenskongress der Geschichte.
Nie wieder soll es zu einem solchen Krieg auf dem Kontinent kommen. Um einen Ausgleich zwischen den Herrschern und den Konfessionen herzustellen, einigen sich die Unterzeichner des Westfälischen Friedens auf eine Teilung der Macht in der Mitte Europas. Die Zersplitterung Deutschlands wird festgeschrieben. Neben einigen größeren Mächten gibt es hunderte von eigenständigen Territorien und freien Städten. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation gleicht einem Flickenteppich. Der Sieger des Dreißigjährigen Krieges heißt Frankreich. Hier laufen die Fäden der Macht in einem Zentrum zusammen, am Hof eines Königs, der immer mächtiger wird. Ludwig XIV. Lässt das Schloss Versailles erbauen, als Ausdruck seiner absolutistischen Herrschaft. Sein Königtum wird vielen Dynastien in Europa zum Vorbild, auch auf deutschem Boden. In Deutschland gibt es einen Kurfürsten, der weder Kosten noch Mühen scheut, um selber Monarch zu werden. August der Starke von Sachsen. Er gilt als eine der schillerndsten Figuren des europäischen Adels. Für ihn ist das eigene Körpergewicht auch Ausdruck politischer Bedeutung. Hufeisen soll er mit eigenen Händen zerbrochen haben und die Herzen etlicher Frauen gleich mit. Augusts Schwäche für das zarte Geschlecht ist legendär. Neben vielen unehelichen Kindern hat er nur einen Sohn mit seiner Frau Eberhardine, die sich von ihm trennt. Nein, jetzt wirst du schön schlafen. Der Liebhaber ist auch ein leidenschaftlicher Bauherr. Unter seiner Herrschaft wird Dresden zu einer barocken Perle. Sachsen ist ein reiches Land. So kann sich August auch den Titel eines Königs von Polen kaufen. Und eine polnische Mätresse gleich mit. Man sagt, ihr wäret nicht nur sehr stark, sondern auch sehr geschickt. Die Leute schmeicheln mir, Gräfin. Ihr müsst euch schon selbst überzeugen. Aber was wird man in Dresden dazu sagen? Dresden ist weit. Wie kein anderer verkörpert der sächsische Kurfürst das deutsche Barock. Für den Bau seiner Schlösser erfindet er sogar die Mehrwertsteuer, die direkt in seine Kassen fließt. Doch der Aufstieg Sachsens provoziert die Nachbarn. So strebt auch der Kurfürst von Brandenburg nach Höherem. Er krönt sich selbst zum König in Preußen und beginnt damit, die provinzielle Residenz Berlin zur Metropole auszubauen. Erste Schritte auf dem Weg zu einer Großmacht. Doch im Gegensatz zu Sachsen ist Brandenburg-Preußen ein eher karges Land. Sandige Böden, endlose Sümpfe, Wälder und zahllose Seen. Knapp 2 Millionen Menschen leben hier. Als im Jahre 1712 der Thronfolger zur Welt kommt, der als Friedrich der Große in die Geschichte eingehen wird. Schon als Junge muss er sich dem strengen Regiment seines Vaters unterwerfen, den man den Soldatenkönig nennt. Der Sohn ist ein Schöngeist mit der Vorliebe für antike Formen und französische Literatur. Doch damit sei kein Staat zu machen, meint sein herrischer Vater. Der will Brandenburg-Preußen stärken, mit einer schlagkräftigen Armee und einer vollen Staatskasse. Friedrichs Welt ist das nicht. Noch nicht. Mit 18 will der Kronprinz fliehen, vergeblich. Sein Vater lässt ihn in der Festung Küstrin einsperren. Das Land der Preußenkönige ist Anfang des 18. Jahrhunderts noch ohne große Bedeutung. Ein Königreich der Flicken und Fetzen. Ganz anders als das Reich der Habsburger, der größten Macht in Mitteleuropa. In Wien herrscht Kaiser Karl VI., ein besonnener Regent und liebevoller Vater. Seiner Tochter Maria Theresia steht er besonders nahe, auch wenn sie nur ein Mädchen ist. In der Kaiserfamilie geht es fast bürgerlich zu. Eine unbeschwerte Kindheit. Doch es gibt ein Problem.
Maria Theresia hat keinen Bruder. So soll ein Gesetz die Erbfolge der Kaisertochter sichern. Sie nennen es pragmatische Sanktion. Da stirbt im Oktober 1740 der Kaiser unerwartet, ohne männlichen Thronfolger. Werden die Mächtigen Europas eine Frau an der Spitze Österreichs akzeptieren? Die Habsburger verfügen über viele Territorien, von den südlichen Niederlanden bis zum Balkan. Nachbarfürsten machen Ansprüche geltend. Der junge Preußenkönig Friedrich II. Setzt alles auf eine Karte und marschiert mitten im Winter 1740 in die Nachbarprovinz Schlesien ein, die zu Österreich gehört. Ein klarer Rechtsbruch. Meine Jugend hat mich dazu verführt, rechtfertigt sich der Preuße später. Und auch die Gier nach Ruhm. In Wien, wo inzwischen Maria Theresia regiert, löst die Nachricht großes Entsetzen aus. Die Herrscherin weiß, es geht um mehr als nur um Schlesien. Es geht um die Vorherrschaft im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Sie muss sich wehren. Schlesien gehört uns. Niemals werde ich diesen dreisten Raub hinnehmen. Mehr als 4 Jahre dauert der Kampf zwischen Preußen und Österreich. Maria Theresias Truppen können Schlesien nicht zurückerobern. Friedrich II. Verfügt über die effektivste Armee Europas. Da unterbreitet der Hohenzoller der Habsburgerin einen Tauschhandel. Ihr Mann soll die römisch-deutsche Kaiserkrone erhalten, wenn sie auf Schlesien verzichtet. Maria Theresia nimmt an. Und Schlesien hole ich mir später zurück. Die Berliner bejubeln ihren König. Preußen ist auf dem Weg zur Großmacht. Doch der Krieg hat Friedrich gezeichnet und viele Opfer gefordert. Auf einem Weinberg bei Potsdam lässt er ein neues Schloss bauen, nach eigenen Plänen. Hier will er ungestört regieren und philosophieren. Sans souci. Der Name ist Programm. Ohne Sorgen will er hier leben, fern vom Berliner Hofzeremoniell. Hier komponiert und musiziert der Preußenkönig. Trifft Gelehrte aus ganz Europa. Où est-ce que vous vous étiez caché? J'ai composé quelques vers. Bien. J'espère que vous y avez pensé au roi. In Wien hat Maria Theresia ihren Plan, Schlesien zurückzuerobern, nie aus den Augen verloren. Mit einer starken Allianz will sie ihr Ziel erreichen. Das Erzhaus aufrecht stehen soll. Das bedeutet neuen Krieg. Drei Frauen verbünden sich gegen Friedrich. Maria Theresia, Madame Pompadour, die Mätresse des französischen Königs, und die russische Zarin Elisabeth. Preußen ist nun von Gegnern umzingelt. Von Russland, Österreich, Frankreich, Schweden und Sachsen. Nur England steht den Hohenzollern zur Seite. Friedrich will seinen Gegnern zuvorkommen, fällt 1756 in Sachsen ein. Doch es ist nur der Anfang eines 7-jährigen Krieges, der ganz Europa erfasst. Auf legendäre Siege folgen vernichtende Niederlagen. Wie so oft gerät der König in die Schusslinie. Eine goldene Schnupftabakdose macht Geschichte. Die Kugel bleibt im Deckel stecken. Friedrich ist erschöpft nach Jahren des Krieges. Er will aufgeben, seinem Leben ein Ende setzen. Die Verluste sind hoch. 400.000 Tote allein in Brandenburg-Preußen. Da stirbt im russischen Petersburg die Zarin Elisabeth. Der Thronfolger Peter III. Ist ein Bewunderer des Preußenkönigs. Einem Frieden mit Russland steht nun nichts mehr im Wege. Maria Theresia muss einlenken. Der Frieden von Hubertusburg 1763 beendet den 7-jährigen Krieg.
Maria Theresia hat ihn mit zitternder Hand unterzeichnet. Als sie 1780 stirbt, notiert Friedrich: Sie hat ihrem Thron und ihrem Geschlecht Ehre gemacht. Ich habe mit ihr Kriege geführt, aber ich war nie ihr Feind. Der alte Fritz stirbt als einsamer Mann. Aber sein Land Brandenburg-Preußen ist neben Österreich nun die zweite Großmacht im Reich. Beide werden auch künftig um die Vorherrschaft auf deutschem Boden ringen. Doch zunächst kündigt sich ein neues Zeitalter an. Paris 1789. Noch scheint die Welt der Sonnenkönige unantastbar. In den Palästen feiert der Adel noch immer rauschende Feste, kreist um sich selbst. Es ist der Abgesang einer europäischen Epoche. Die Bürger Frankreichs fordern Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. 14. Juli 1789. Sturm auf die Bastille. Mit der Französischen Revolution beginnt das Zeitalter der Republik. Die Enthauptung der französischen Königsfamilie beendet eine Ära. Und Bonaparte begründet eine neue. Er bündelt das fortschrittliche Denken in einem historischen Gesetzeswerk, dem Code Napoléon, und erklärt dem alten Europa den Krieg. Der Kaiser der Franzosen will auch über Deutschland herrschen. Nur eine Macht stellt sich ihm noch in den Weg. Diese Preußen wollen wirklich gegen mich kämpfen. Im Jahr 1806 treffen bei Jena und Auerstedt in Thüringen preußische Truppen auf die legendäre Grande Armée. Preußen will sich gegen Bonaparte behaupten und Frankreich in die Schranken weisen. Doch Napoleon duldet keinen Widerstand. Tatsächlich erlebt das ehemals so siegreiche Heer der Hohenzollern ein Inferno. So, meine Herren, mein nächstes Ziel heißt jetzt Berlin. Der Siegeszug in die preußische Hauptstadt führt zur Straße unter den Linden durch das Brandenburger Tor. Im Jahr 1806 zieht hier der mächtigste Mann Europas ein. Deutschland ist jetzt endgültig unter seiner Kontrolle. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation hat Napoleon schon vorher zum Einsturz gebracht. Das Reich bestand neben den größeren Mächten aus hunderten kleiner Territorien. Bonaparte räumte damit auf. Die Gebiete links des Rheins gehören nun zu Frankreich. Österreich und Preußen müssen Gebiete abtreten. Der aus den Kleinstaaten geschaffene Rheinbund ist Napoleons Alliierter für weitere Kriege. Als politischer Reformer weckte der Kaiser der Franzosen Hoffnungen auch bei den Deutschen. Als Kriegsherr und Unterdrücker bringt er die Völker gegen sich auf. Er stürzt den Kontinent in einen Dauerkrieg. Statt Freiheit Despotie, statt Fortschritt Ausbeutung. Nationalbewusstsein entsteht und richtet sich gegen ihn. In Leipzig kommt es im Oktober 1813 zur sogenannten Völkerschlacht. Mehr als eine halbe Million Soldaten stehen einander gegenüber. Für und gegen Napoleon. Die Allianz, die ihn bezwingen will, ist in der Übermacht. Österreich, Preußen, Russland und Schweden bieten insgesamt mehr als 300.000 Mann auf. Gegenüber 200.000 Franzosen, Polen und Soldaten aus den Rheinbundstaaten.
Es ist eine der blutigsten Schlachten der Weltgeschichte. Die Zeit arbeitet gegen Napoleon. Er spürt, dass er gegen die Übermacht der Gegner nicht ankommen kann. Auf seine Verbündeten kann er nicht mehr zählen. Die Sieger spielen auf. Der preußische König, der russische Zar und der österreichische Kaiser. Napoleon kann nur noch lauschen. Im Hintergrund suchen die Verbündeten das Weite. Eine Karikatur. Es geht zum Ende. Die Völker hoffen nun auf Frieden. Nach dem Sieg über Napoleon wollen viele Deutsche den geeinten Staat nach dem Vorbild Englands oder Frankreichs. Doch auf dem Wiener Kongress haben nicht die Bürger, sondern die Fürsten das Sagen. Die Erwartungen werden enttäuscht. Während manche Patrioten Freiheit und Einheit fordern, besinnen sich die Monarchen auf ihre Macht und denken nicht daran, sie wieder abzugeben. Der Kongress tanzt. England, Russland, Preußen, Österreich und Frankreich arrangieren sich. Deutschland soll ein lockerer Fürstenbund werden, der die Macht der Dynastien weiter aufrecht hält. Die Wiener Schlussakte nach 20 Jahren Krieg. Von der Bedeutung her nur vergleichbar mit dem Westfälischen Frieden von 1648. Das Ergebnis ist der Deutsche Bund von 1815. Ein lockerer Zusammenschluss von 35 deutschen Fürsten und 4 freien Städten. Mit den Vormächten Österreich und Preußen. Napoleon hat nicht nur die Landkarte bereinigt, sondern auch den Willen zur nationalen Selbstbestimmung geweckt. Künftig werden immer mehr Völker Freiheit und Einheit fordern und den Übergang in eine neue Epoche erzwingen. Im Mai 1832 treffen sich auf dem Schlossberg von Hambach in der Pfalz über 30.000 Patrioten aus allen deutschen Ländern. Eine für damalige Verhältnisse riesige Zahl. Es ist eine Versammlung für Bürgerrechte und die Einheit der Nation. Im Zeichen von Schwarz-Rot-Gold. Doch die Einigung der Deutschen rückt erst Jahre später in greifbare Nähe, als 1848 in Frankreich wieder eine Revolution ausbricht. In rasendem Tempo verbreitet sich die Kunde vom Umsturz in Paris und entfacht auch in Deutschland einen Flächenbrand. Die Bürger fordern politische Reformen und deutsche Einheit. Die Fürsten und Monarchen bangen um ihre Macht. In vielen Städten toben Aufstände und Barrikadenkämpfe. Die alten Mächte weichen zurück. Schlägt nun die Stunde der Freiheit? Einiges festes deutsches Vaterland, fest wie seine Berge. Die Idee ist Fleisch und. Als die revolutionäre Nachricht aus Paris eintrifft, sehen Liberale wie Robert Blum ihre Stunde gekommen. Die Revolution hat in Paris gesiegt. Jetzt hört mir zu, jetzt ist die Zeit reif, auch bei uns. Die Bürger scheren sich nicht mehr um Versammlungsverbote und Pressezensur. Sie fordern Mitsprache. Handwerker begehren gegen die Zunftordnung auf. Bauern verbrennen Grundbücher ihrer Gutsherren. Tagelöhner und Studenten gehen auf die Barrikaden, trotzen der Macht des Adels und der Fürsten. Der Durchbruch gelingt, als auch in Berlin die Bürger gegen die gefürchtete Streitmacht des preußischen Königs zu den Waffen greifen. Nach zweitägigem erbittertem Straßenkampf müssen sich die Soldaten aus der Hauptstadt zurückziehen. Im Angesicht von 300 Toten beugt sich auch der preußische König dem Ruf nach Einheit und Demokratie. In Frankfurt am Main fallen jetzt die Entscheidungen.
Die Paulskirche wird zur Kulisse für die erste deutsche Nationalversammlung, das erste gesamtdeutsche Parlament. Er soll frei vom Volk gewählt werden. Zunächst versammeln sich hier Delegierte aus ganz Deutschland, um die ersten Wahlen vorzubereiten. Erstmals in ihrer Geschichte dürfen die Deutschen als Nation an die Urnen treten. Jedenfalls die 80% der Männer, die beruflich selbstständig sind. Viele nehmen weite Wege in Kauf. Von der Ostsee bis zum Schwarzwald, von den Alpen bis nach Pommern geben sie ihre Stimme ab. In Städten wie in abgelegenen Dörfern wollen sie mitentscheiden, wer die Deutschen künftig im Parlament vertritt. Je nach Region schwankt die Wahlbeteiligung zwischen 20 und immerhin 70%. Fast 600 Abgeordnete ziehen im Mai 1848 feierlich in die Frankfurter Paulskirche ein. Erstmals in der Geschichte debattiert ein deutsches Parlament über eine Verfassung mit Grundrechten für alle Bürger. Die Geburtsstunde der Demokratie in Deutschland. Doch welche Staatsform soll es haben? Eine Republik? Eine parlamentarische Monarchie? Soll Österreich dazugehören oder nicht? Die Doppelaufgabe, Freiheit und Einheit gleichzeitig zu schaffen, lähmt das Parlament. Die alten Mächte gewinnen wieder die Oberhand. Als radikale Demokraten die Revolution mit Gewalt fortsetzen wollen, wie in Wien, schicken die Fürsten ihre Truppen. Auch der populäre Abgeordnete Robert Blum greift zur Waffe, wird dafür später erschossen. Der Versuch, Freiheit und Einheit von unten zu schaffen, wird schließlich mit Gewalt beendet. Das Gewehr legt an! Doch die Vision von Demokratie und Selbstbestimmung wird weiterleben und im kommenden Jahrhundert wieder aufgegriffen. Nach dem Scheitern der Revolution von 1848 verlassen zigtausende Menschen ihre Heimat und suchen ihr Heil in der neuen Welt, in Amerika. Nicht nur aus politischer Verbitterung, sondern auch, weil die Bevölkerung wächst und viele keine Arbeit finden. Die moderne Technik hält auch auf deutschem Boden Einzug, macht erstmals Menschen überflüssig, wie in den Webereien, die jetzt mit Dampfmaschinen betrieben werden. Und wer in den Fabriken arbeitet, kann oft vom Lohn nicht leben. Kinder müssen helfen, um die Familie zu ernähren. Die Fabrikbesitzer hingegen können umso reicher werden. Es entsteht eine neue Gesellschaftsschicht, die Industriellen, die sich einen aristokratischen Lebensstil leisten können. Das ruft Widerspruch hervor. Genau, die Arbeiter, indem sie seinen Reichtum vermehren, schmieden durch ihre Arbeit auch noch ihre eigenen Ketten und zahlen für ihre eigene Ausbeutung die Rechnung. Genau. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Der Philosoph Karl Marx und sein Freund und Förderer Friedrich Engels werden zu Vordenkern des Kommunismus. Ihre Schriften handeln vom Klassenkampf, dass die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden und dass dies zwangsläufig in eine Revolution führt. Welche Sprengkraft seine Lehre einst entwickeln würde, konnte Marx nicht ahnen. Zu seinen Lebzeiten wartet er jedenfalls vergeblich auf die klassenlose Gesellschaft. Die Geschichte folgt nicht den Voraussagen des Kommunistischen Manifests. Nicht der Klassenkampf, sondern die Stärke Preußens entscheidet zunächst über die Zukunft Deutschlands. Es sieht sich berufen, die Einheit unter eigener Regie zu erreichen, gegen den Willen der Österreicher. Als es sich die Herzogtümer Schleswig und Holstein einverleibt, kommt es zur Kraftprobe mit den Habsburgern.
Preußen hat die größere Militärmacht und ist auch wirtschaftlich auf dem Vormarsch. Berlin hat sich zu einer beachtlichen Metropole entwickelt. Zentrum der Macht ist noch immer das königliche Schloss. Doch die politischen Fäden spinnt ein zielstrebiger Ministerpräsident, der die deutsche Einheit will, aber ohne Österreich. Ein Krieg soll die Entscheidung bringen. Otto von Bismarck provoziert den Kaiser in Wien, gegen Preußen mobil zu machen. Dies ist für ihn Vorwand genug, sofort loszuschlagen. Die bayerische Armee brauchen wir nicht zu fürchten. Ihre Eisenbahn dagegen sehr wohl. Sie meinen die Linie Regensburg, Pilsen, Prag? In Königgrätz, im heutigen Tschechien, damals Böhmen, kommt es 1866 zur Entscheidungsschlacht. Preußische Truppen kämpfen gegen Österreicher und ihre Verbündeten. Eine neue Waffe entscheidet die Schlacht zugunsten der Preußen. Der erste gut funktionierende Hinterlader. Das Zündnadelgewehr. Ein tödlicher Vorteil gegenüber den Vorderladern der Gegner. Bismarck ist an einem schnellen Frieden interessiert. Er hat sein Ziel erreicht. Die unangefochtene Vormacht Preußens in Deutschland. Der Norddeutsche Bund wird errichtet. Zur Einheit fehlen noch die süddeutschen Staaten. Frankreich ist besorgt. Ein Krieg gegen die Franzosen werde die Deutschen zusammenschmieden. Das ist Bismarcks Kalkül. Gezielt provoziert er den französischen Kaiser zu einer Kriegserklärung. Beide Seiten sind schuld an der Eskalation, doch Frankreich gilt als Angreifer. Jetzt hat Bismarck die süddeutschen Länder an seiner Seite. Bei Sedan kommt es 1870 zur entscheidenden Schlacht. Im Trommelfeuer preußischer Artillerie wird die französische Armee aufgerieben. Deutsche Truppen belagern Paris. Das Quartier der Preußen ist die Präfektur von Versailles. Hier bereitet Bismarck die nächsten Schritte zur deutschen Einigung vor. Er will die nationale Euphorie nach dem Sieg nutzen und die süddeutschen Staaten bewegen, dem Norddeutschen Bund beizutreten. Doch es gibt Widerstand. Um den zu überwinden, schreibt Bismarck einen Brief an den bayerischen König Ludwig II. Er weiß, ihm widerstrebt der Gedanke, sein Königreich in ein geeintes Deutschland zu führen. Und er kennt die Schwächen des bayerischen Monarchen und gedenkt, sie auszunutzen. Traumschlösser sind teuer. Bismarck will Ludwig mit einer geheimen Millionenspende belohnen. Mit gespaltenen Gefühlen schreibt der bayerische König einen Brief, den Bismarck vorformuliert hat. Im Namen aller deutschen Fürsten bietet Ludwig König Wilhelm von Preußen den Titel eines deutschen Kaisers an. Mit Ludwigs Brief in der Hand steht Bismarck kurz vor dem Ziel. In Versailles wird 1871 das Vereinte Deutsche Reich aus der Taufe gehoben. Durch die Ausrufung Wilhelms I. zum deutschen Kaiser. Es lebe seine Majestät, Kaiser Wilhelm! Es ist ein Bund der Fürsten und keine Demokratie. Eine Nationalstaatsgründung von oben, die jedoch auch von unten bejubelt wird. Neben den süddeutschen Staaten gehört nun auch das annektierte Elsass-Lothringen zum Deutschen Reich, das für seinen Gründer Bismarck saturiert ist, sich selbst genügen soll. Solange er regiert, will er das Erreichte sichern und Frieden wahren. Doch das junge Reich strebt bald nach mehr Macht in der Welt, erlebt ein beispielloses Wirtschaftswunder.
Um die Wende zum 20. Jahrhundert ist Berlin eine der modernsten Metropolen Europas. Man nennt es Spree-Chicago. Das Tempo der Hauptstadt, heißt es schon damals, sei atemberaubend. Deutschland glänzt mit technischen und wissenschaftlichen Höchstleistungen. Made in Germany wird zum Gütesiegel und zur Herausforderung. Die Krupp-Werke in Essen entwickeln sich zum größten Industriegiganten der Welt und zur Waffenschmiede des Kaiserreichs. Beim Wettlauf der Großmächte um neue Märkte möchte auch der Unternehmer Friedrich Alfred Krupp profitieren. Expansion benötigt allerdings große Mengen an Rohstoffen und neue Märkte. Keine Sorge, Krupp. Wir werden unseren Kolonialbesitz erweitern. Anders als Bismarck will Kaiser Wilhelm II., dass Deutschland wächst und Weltmacht wird. Doch die Deutschen sind spät dran. Die Erde ist weitgehend verteilt. 1898 erwirbt das Reich einen Stützpunkt in China. Im selben Jahr beginnt Wilhelm mit dem Bau einer Flotte. Doch damit macht er sich Gegner. England sieht das europäische Gleichgewicht bedroht. Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Wilhelm will den Deutschen ihren Platz an der Sonne verschaffen. Ob in Afrika, in China oder in der fernen Südsee. Dabei gebärdet sich der Kaiser vor aller Welt wie ein Alleinherrscher, obwohl es einen Kanzler und ein Parlament gibt. Wo liegen die Ursachen für solchen Größenwahn? Schon in seiner Kindheit? Wilhelm hat von Geburt an einen verkrüppelten Arm, ein ärztlicher Kunstfehler. Rigorose Behandlungen wie Streckapparate und Elektrotherapie bleiben erfolglos. Die Mutter schämt sich. Der Sohn kompensiert das später durch forsches militärisches Auftreten. Man spricht von seiner Majestät Marotte, 6-mal am Tag die Uniform zu wechseln. Und doch sonnen sich viele Bürger im Glanz des Kaisertums. Nicht alle marschieren mit. Die Arbeiter wollen mehr Rechte und politische Mitbestimmung. Sozialdemokraten wie Philipp Scheidemann haben sich das auf ihre Fahnen geschrieben, werben um Mitglieder für ihre Arbeiterpartei. Mit den Jahren wird sie zur stärksten Kraft im Reichstag. Um die Kolonial- und Rüstungspolitik entbrennt ein heftiger Streit. Im Parlament wettert der Abgeordnete Scheidemann gegen die kaiserliche Außenpolitik. Ich sage Schluss mit dieser Politik der gesträubten Schnurrbartspitzen. Was wir brauchen, sind Bündnisse mit England und Frankreich, nicht Konfrontation. Doch längst stehen die Zeichen auf Sturm. Wien im Juni 1914. Ein Attentat erschüttert den Vielvölkerstaat der Habsburger. In Sarajevo erschießt ein serbischer Nationalist den österreichischen Thronfolger und seine Frau. Österreich will die Vorherrschaft auf dem Balkan sichern und bittet den deutschen Bündnispartner um Beistand. Wilhelm II. Gibt Wien Rückendeckung. Mit den Serben müsse abgerechnet werden. Auch wenn dann ein Krieg mit Serbiens Bündnispartner Russland droht. Wilhelm rudert später zurück. Doch eine Mobilmachung folgt der anderen. Europa taumelt in den Krieg und keine Macht verhindert ihn. Die Deutschen wollen den anderen zuvorkommen und greifen an. Der Kontinent stürzt in den ersten Vernichtungskrieg der Moderne. Der technische Fortschritt macht ihn zu einem Massensterben. Nach wenigen Wochen setzt im Westen ein zermürbender Grabenkampf ein. In den Materialschlachten bluten die Heere der europäischen Mächte aus. Tag für Tag offenbart sich das Grauen in den Kämpfen um Stellungen und Festungen, ohne dass die Front sich bewegt. 4 Jahre dauert der Erste Weltkrieg. Fast 10 Millionen Soldaten sterben auf den Schlachtfeldern.
Es ist die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Als 1917 die Revolution in Russland den Zaren zur Abdankung zwingt und die Bolschewisten die Macht übernehmen, ist der Krieg im Osten zu Ende. Wenig später bricht die Front im Westen zusammen. Die deutsche Heeresleitung erklärt eine Fortführung des Kampfes für aussichtslos. Als die Flotte, bloß um der Ehre willen, noch einmal auslaufen soll, meutern die Matrosen und fordern die Abdankung des Kaisers. Ich denke nicht daran, abzudanken. Doch sie wollen, dass der Kaiser geht und der Krieg beendet wird. Truppen, die den Aufstand niederschlagen sollen, verweigern den Schießbefehl. Es ist der Beginn einer Revolution, die sich in ganz Deutschland wie ein Flächenbrand ausbreitet. Die Sozialistin Rosa Luxemburg sieht nun die Chance für einen gesellschaftlichen Umsturz. Unermüdlich hatte sie gegen den preußischen Militarismus und den Krieg protestiert, ging dafür ins Gefängnis. Nun ist sie frei. Das alte Europa kracht zusammen und mit ihm die alte bürgerliche Welt. Aus dem Schutt und den Steinen kann nichts anderes hervorgehen als eine neue, eine friedliche, eine sozialistische Gesellschaft. Aber dafür, Genossen, müssen wir kämpfen. Die Novemberrevolution von 1918 zwingt den Kaiser zur Abdankung. Vom Reichstag aus verkündet der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann die erste deutsche Republik. Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die deutsche Republik. Wenige Stunden später ruft Karl Liebknecht eine sozialistische Republik aus. Wird Deutschland parlamentarische Demokratie oder siegt die Rote Revolution? Auf der Tagesordnung der Weltgeschichte steht die Verwirklichung des sozialistischen Endziels. Die Revolution wird durch unseren Kampf und durch die Qual und die Not letztendlich den Sieg erringen. Sie muss, Karl, sie muss. Das ist gut, Rosa. Das ist wirklich gut. Als Liebknecht im Januar 1919 zum bewaffneten Kampf aufruft, wächst in der jungen Republik die Angst vor dem Kommunismus. Die regierenden Sozialdemokraten lassen den Aufstand mithilfe des Militärs blutig niederschlagen. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht werden später ermordet. Die Revolution ist am Ende. Die Mehrheit der Deutschen will die Demokratie. Weil es in Weimar sicherer ist als in Berlin, tagt hier die frei gewählte Nationalversammlung im berühmten Theater der Goethestadt. Am Ort der Dichter und Denker entsteht die Verfassung der ersten deutschen Republik. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus und nicht mehr von den Monarchen. Doch die junge Demokratie tritt ein schweres Erbe an. Bei der Konferenz von Versailles legen die Sieger des Weltkriegs die Bedingungen für einen Frieden mit Deutschland fest. Die Besiegten haben keine Wahl. Sie müssen die ausschließliche Kriegsschuld Deutschlands anerkennen und harte Friedensbedingungen akzeptieren und unterzeichnen. Deutschland verliert ein Siebtel seines Staatsgebietes. Im Westen geht Elsass-Lothringen an Frankreich. Im Osten Posen, Westpreußen und Teile Oberschlesiens an das neu gegründete Polen. Deutschland muss zudem hohe Kriegsentschädigungen zahlen und weitgehend abrüsten. Der Versailler Vertrag führt im Reich zu wütenden Protesten, die sich auch gegen die Demokraten richten, die ihn notgedrungen akzeptierten. Putschversuche und politische Morde erschüttern Deutschland. Die extreme Rechte fordert eine nationale Diktatur. Als im Jahr 1923 wieder eine Regierung auseinanderbricht, soll ein Parteichef Kanzler werden, der zunächst selbst die Weimarer Verfassung ablehnte, weil er Monarchist war. Gustav Stresemann von der Deutschen Volkspartei wird von Reichspräsident Friedrich Ebert zum Regierungschef einer großen Koalition ernannt. Ich habe mich nicht nach diesem Amt gedrängt.
Wie die Dinge stehen, ist es eigentlich politischer Selbstmord. Eine Krise jagt die nächste. Der Einmarsch der Franzosen ins Ruhrgebiet. Eine Inflation, die große Teile der Bevölkerung verarmen lässt. Und dann der Versuch eines Demagogen, als Führer einer radikalen Splitterpartei die Berliner Regierung zu stürzen. Hitlers Putschversuch in München endet im Kugelhagel der bayerischen Landespolizei. Doch sein Name wird im ganzen Reich bekannt. Der einstige Monarchist Stresemann bewährt sich als Retter der Republik. Aber was fehlt dem deutschen Volke? Uns fehlt der Mut zur Verantwortlichkeit. Sein früher Tod im Jahr 1929 ist der Anfang vom Ende der Weimarer Demokratie. Stresemann wollte die Deutschen mit dem demokratischen Staat versöhnen und für den Frieden in Europa gewinnen. Vielleicht hätte er die Diktatur verhindern können. ...1933 ist Hitler an der Macht. Retter Deutschlands nennt ihn die Nazi-Propaganda. Gleichschritt statt Vielfalt. Volksgemeinschaft statt Parteien. Ordnung statt Freiheit. Führerwille statt Demokratie. Der Kult der Nationalsozialisten verheißt den Deutschen neue Größe und ein tausendjähriges Reich, in dem sich ihre Geschichte vollende. Aus Berlin will Hitler die Welthauptstadt Germania erschaffen. Gigantisch, kolossal. Dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden, wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Das bedeutet für Hitler vor allem Krieg. September 39, Einmarsch in Polen. Der Nazi-Wahn führt in die Unterjochung und Vernichtung anderer Völker. Schon dieser Kriegsschauplatz unterscheidet sich von anderen durch systematischen Mord an Zivilisten. Hinter den Fronten beginnt der Holocaust, dem 6 Millionen Juden zum Opfer fallen werden. Angriff im Westen. Im Mai 1940 marschieren deutsche Truppen in Frankreich ein. Den Sieg feiert Hitler als Vergeltung für die Niederlage im Ersten Weltkrieg. Doch Hitlers Ziel ist sogenannter Lebensraum im Osten. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 beginnt der totale Vernichtungskrieg. Mitte 1942 sind große Teile des Kontinents besetzt oder unter Kontrolle des NS-Reichs. Die Welt hat sich verbündet. Mit dem Angriff der Alliierten in der Normandie im Juni 1944 beginnt der Sturm auf Hitlers Festung Europa. Das Ende naht. Die Siegermächte wollen die NS-Herrschaft ein für allemal beseitigen. Nie mehr soll von deutschem Boden ein Krieg ausgehen. Die Deutschen sollen zur Rechenschaft gezogen werden für den Vernichtungskrieg und ihre unfassbaren Verbrechen an der Menschheit. Nie zuvor war ein Volk so besinnungslos einem Diktator gefolgt, bis an den Rand der Selbstzerstörung. Schloss Sizilienhof in Potsdam, Juli 1945. Eine Konferenz der Sieger soll über die Nachkriegsordnung entscheiden. Gemeinsam haben die Verbündeten Hitler besiegt und Deutschland besetzt. Gemeinsam wollen sie den Frieden gestalten. US-Präsident Truman, Sowjetdiktator Stalin und der britische Premier Churchill. Sie bilden 4 Besatzungszonen. Die deutschen Ostgebiete werden abgetrennt. Doch der Gegensatz der Sieger spaltet das Land und den Kontinent in einen kommunistischen Block
und einen Freiheitlichen unter amerikanischer Führung. Die Menschen in den Trümmern brauchen erstmal das Notwendigste. Ein Dach über dem Kopf und genug zu essen. Wie es politisch weitergeht, ist ungewiss. Wegen der Bedrohung durch Stalins Macht wollen die USA Westdeutschland so schnell wie möglich wieder aufbauen. Das geschieht auch durch Wirtschaftshilfe mit dem Marshallplan. Die neue Währung ist der nächste Schritt zu einer Staatsgründung im Westen. 40 Mark für jeden. Am 23. Mai 1949 unterzeichnet Konrad Adenauer das Bonner Grundgesetz. Es knüpft an die freiheitlichen Traditionen der deutschen Geschichte an. Verkündige ich im Namen und im Auftrage des Parlamentarischen Rates das Grundgesetz. Es tritt mit Ablauf des heutigen Tages in Kraft. Im Grundgesetz wird die Wiedervereinigung Deutschlands in einem freien Europa zum Staatsziel erklärt. Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler, ist überzeugt, dass nur ein starker und einiger Westen die Sowjetunion dazu bewegen kann, den von ihr beherrschten Teil Deutschlands einmal preiszugeben. Und da auch mit den westlichen Nachbarn Frieden herrschen soll, bringt man die kriegswichtige Kohle- und Stahlindustrie unter ein gemeinsames Dach. Sechs Staaten gründen 1952 die Montanunion, die erste europäische Gemeinschaft. Jetzt soll Eisen und Stahl die europäischen Völker zu einer Gemeinsamkeit des Handelns und des Denkens zusammenführen. Nieder mit den Schlagbäumen. Noch ist Vision, was junge Deutsche und Franzosen in den 50er Jahren fordern. Ein Europa ohne Grenzen. Ein ferner Traum. Auch weil der Ost-West-Gegensatz den Kontinent noch auf Jahrzehnte spalten wird, auch Deutschland. Das SED-Regime unter Walter Ulbricht wird zu einer Diktatur nach sowjetischem Muster, deutet die Lehre von Marx auf seine Weise. Am 17. Juni 1953 kommt es in der DDR zum Volksaufstand. Sowjetische Panzer walzen ihn nieder. Aus Leninschem Geist wächst von Stalin gespeist. Die Partei, die Partei. Die Propaganda täuscht darüber hinweg, dass das Regime sich immer weiter von den Bürgern entfremdet. Der planmäßige Aufbau des Sozialismus verhindert im Osten, was im Westen gelingt. Er hat immer recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Ja. Hier boomt das sogenannte Wirtschaftswunder. Es hilft, die Vergangenheit zu verdrängen und verringert die Kluft zwischen Arm und Reich zumindest allmählich. Ein populärer Wirtschaftsminister gibt die Parole aus: Wohlstand für alle. Ludwig Erhard, ein Vater der sozialen Marktwirtschaft. In der DDR wollen immer mehr Menschen dem sozialistischen Regime den Rücken kehren und fliehen. Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Eine Lüge. Als immer mehr Menschen aus der DDR flüchten, sperrt das Regime seine Bürger ein. Mitte August 1961 beginnt der Bau der Mauer in Berlin. Das Monstrum aus Beton wird zum Sinnbild der Teilung Deutschlands. Mehr noch, für die Teilung Europas und der Welt. Und doch eint sie viele Menschen in der Hoffnung, dass sie eines Tages wieder fällt. Jahrzehnte machen Mauer, Stacheldraht und Todesstreifen die innerdeutsche Grenze fast unüberwindbar. Stehen sich die beiden Militärblöcke, NATO und Warschauer Pakt, waffenstarrend gegenüber. Manöver für einen Krieg, den es nicht geben darf. Es würde nicht bei einem konventionellen Schlagabtausch bleiben. Die beiden deutschen Staaten an der Nahtstelle der Blöcke sind das potenzielle Schlachtfeld,
eines atomaren Krieges im sogenannten Gleichgewicht des Schreckens. Doch es gibt zwischen Ost und West auch Zeichen der Entspannung. März 1970. Zum ersten Mal besucht ein Bundeskanzler das andere Deutschland, Willy Brandt. Mehr Anerkennung für die DDR soll die innerdeutschen Beziehungen verbessern und die Grenzen durchlässiger machen. Der Kniefall von Warschau setzt ein Zeichen der Versöhnung und der Erinnerung an das von Deutschen verursachte Leid in der NS-Zeit. Wandel durch Annäherung, auch in den Beziehungen zur Sowjetunion. Doch es braucht noch anderthalb Jahrzehnte, bis Moskau dazu in der Lage ist. Einen Anstoß geben die Polen. August 80. Streiks und Proteste für mehr Freiheit in der kommunistischen Diktatur. Im Zeichen von Solidarność und mit dem Segen des polnischen Papstes. Es ist der Anfang vom Ende der Teilung Europas. Grenzöffnung in Ungarn im Sommer 89. Dann die Botschaft von Prag. Die DDR-Flüchtlinge dürfen ausreisen. Bilder, die um die Welt gehen. Sie nehmen ihre Geschichte selbst in die Hand. Wir sind das Volk. Hunderttausende demonstrieren im Oktober 1989 in Leipzig und in anderen Städten. Nur einen Monat später geschieht das Unglaubliche. Die Mauer fällt. Ja, ich habe erlebt, wie die Mauer gebaut worden ist. Und wir sehen, wie sie wieder abkommt. Jahrzehntelang hieß es, die deutsche Frage bleibe so lange offen, wie das Brandenburger Tor geschlossen sei. Nun begegnen sich hier Menschen aus Ost und West. Am 3. Oktober 1990 wird die deutsche Einheit in Freiheit Wirklichkeit. Mit der Überwindung der Teilung Deutschlands schreitet auch die Einigung Europas voran. Nach Epochen der Spaltung, der Kriege und Gewalt. Es sind viele Wege, die in das geeinte Deutschland führen. In einer Einheit in Vielfalt. Das Buch und die DVD-Box zur Sendung erhalten Sie im Handel und im ZDF-Online-Shop. Und heute Abend die Deutschen 2. Ein Imperium, ein Glaube, ein Herrscher. Gott ist mit uns!